Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir können Bailly wieder mit reinnehmen. Ja, letztes Spiel verloren. War aufgrund der Tatsache, dass der Gegner sich halt im Elfmeterschießen besser einstellt. Wir hatten eigentlich den Sieg auf dem Fuß, aber Dembele macht ihn nicht. Bin immer noch angepisst deswegen. Das heißt, ich werde jetzt richtig scheiße spielen, aber egal. Ja, ich kann einfach nicht reden. Vielleicht mache ich auch nur ein Spiel jetzt in der Aufnahme, nicht zwei, je nachdem, wie das erste läuft. Ich mache jetzt irgendwie nur noch Verlängerungen. Ich meine, ich brauche nur noch einen verfluchten Sieg. Mehr will ich doch gar nicht. Nur noch einen Sieg, damit ich Gold 3 wenigstens habe. Oh, was für ein Scheißspiel. Das ist echt aufgrund dieser Last-Minute-Chance das bitterste, die bitterste Niederlage in der. In der Weekend League. Es war nicht die unverdienteste Niederlage, da gab es definitiv andere, die schlimmer waren, aber es ist die bitterste aufgrund der Riesenchance in der 120, oder fast 120. Minute. Nicht auf ihn, natürlich wollte ich auf Santi Cazorla spielen. Sage ich ja, nach hinten top, nach vorne flop. Gegner einige Male den zweiten Ball gehabt. Schöner Ball. Super knapp, also ich hätte ihn fast gehabt. Hat sein Heel-Job leider genau den richtigen Moment erwischt. Spiel aber auch eine Scheiße zusammen. Ist unglaublich. Sollte auch nicht auf ihn gehen. Immer wieder darüber, ey.
Wieder nicht der zweite Ball für mich. Das wär's noch gewesen, ey. Sehr gut für Matic. Das war auch mal eine geile Grätsche. Keine Ahnung, was er davor gehabt hat. Das ist rot. Rot, sage ich schon. Das ist Elfmeter. Interessant ist, dass nicht gepfiffen wird. Aber wie gesagt, es war Elfmeter. Aber ist halt wieder ein relativ sicheres Tor, wenn da geklaut wird. Zweiter Ball für mich. Nice. Ja, könnte jetzt 1-0 stehen, wenn sie den Elfmeter pfeifen würden. Machen sie nicht. Okay. Wir haben kein einziges Mal geschossen. Gehen wir mal ins 4-1-2-1-2 rein. Schlechte Ballannahme. Keine Ahnung, was der probiert. Also, es sind ja teilweise Distanzschüsse, die sind ja von weit weg von Gut und Böse. Macht er den Pass gleich. Ich glaube, ich hätte echt nicht eine Aufnahme machen sollen. Ich bin einfach noch viel zu angepisst beim letzten Spiel. Trotzdem hätten wir jetzt schon ein Tor haben müssen.
wieder nicht den Ball gehalten, ey. Fuck! Danke für die Grätsche, weil ich immer Abstoß. Manchmal sollen die einfach noch den Ball halten und die kriegen es nicht gebacken. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die haben nicht genügend Körperstärke. Lukaku hat es auch nicht geschafft. Nice, schöner Pass. Sollte natürlich nicht auf der Folge in der Pass, ist denke ich klar. Glück. Da soll der Pass auch nicht hin. Ey, ich dreh durch. Vor allem, der war so weit weg vom Schuss, der Pass. Danke. Zweimal haben wir jetzt quasi den Ball gehabt. Keine Ahnung, wie oft ich noch schießen muss, wird alles geblockt. Wechsel mal Firmino ein. Tschech. Jupp. Da soll er hin.
Wieder Verlängerung. Das dritte Mal in Folge. Das kann doch nicht sein, ey. Und geschossen haben wir auch gar nicht. Ich habe auch nicht gut gespielt. Den Muster machen. So frei. Oh Gott. Das über den Kopfball. Ist mir scheißegal. Jetzt halt dieses verdammte Tor. Und gewinn das Spiel für Gold 3. Geil. Aber die Flanke kann man dann wieder einstellen. Aber die war halt auch nicht von der Grundlinie gespielt. Ich sag ja, die spielen fast immer nur komplett horizontal auf einer Linie. Überlege, ob ich ein 4-2-3-1 wieder wechsle. Einfach mit Stabilität. Mache ich wahrscheinlich sogar. Da hätte er auch reingehen können. Ist auch nicht verdient, wie gesagt. Ich bin nicht gut. Ich hätte nicht eine Aufnahme machen sollen. Ich bin zu emotional. Ich hoffe, dass ich die jetzt trotzdem überspringe. Was war das für ein Tor mit 1000 Kilometer pro Stunde geschossen oder was? Was war das denn? Also erstmal krass, dass meiner dran vorbeispringt. Komplett dumm. Und was war denn das denn für ein Schuss? Oh, scheiß drauf. Soll also nicht sein, wie es aussieht. Wechseln wir eben nicht. Schöne Ballannahme von Dembele, war auch super schwer. Ich meine, hat er ja nur noch volle Ausdauer, was soll man machen? Geil, weil der Ball jetzt eigentlich schon drei mit Firmino haben und er einfach nicht unter Kontrolle bekommt. Ja, da habe ich gepasst. Ist natürlich auch kein Foul.
komm jetzt, noch einmal ein Kopfballtor und alles ist gut. Noch eine Ecke. Oh, wie ich verliert. Auch das Elfmeterschießen. Dreh ich durch, ey. Komm jetzt, das gewinnen wir. Alle gehalten, alle verwandelt. Nice! Nice, 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 nice. Oh. Gold 3 geschafft. Diese verfluchte Premier League Weekend League überstanden. Nice. Jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal keine weitere Aufnahme, sondern mache erstmal eine Pause und werde dann wahrscheinlich die restlichen Spiele heute Nacht spielen. Oh, es sind ja nicht mehr viel. 3, 2. Wenn wir rein theoretischerweise noch 2 Spiele gewinnen sollten, dann könnten wir sogar noch Gold 2 schaffen. Aber das spielt jetzt gerade für mich gar keine Rolle. Hauptsache Gold 3 geschafft. Damit sind wir nämlich automatisch in der nächsten Weekend League qualifiziert. Haben ein gutes Elfmeterschießen geschafft. Und ich bin absolut zufrieden. Oh, nice, nice, nice. Oh, noch 4 Spiele. Ja, und da können wir halt noch 2 gewinnen und werden dann sogar noch bei Gold 2 und wir können dann komplett befreit aufspielen. Aber wie gesagt, erstmal Pause. Wir haben Minimalziel erreicht. Wunderbar. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Ich hasse diese. Es war echt die beschissenste Weekend League, die ich bisher gespielt habe. Die kam mir am blödesten vor. Lustigerweise können wir jetzt rein theoretischerweise noch 15 Siege schaffen und dann wäre es noch nicht mal die schlechteste vom Ergebnis her. Aber die fühlt sich am schlechtesten an. Ich hatte am wenigsten Bock mit dem Team zu spielen. Das Ding war halt einfach, ich hatte halt wirklich. Ich sag ja immer, ich spiele am liebsten Bundesliga, weil ich mich da am besten mit identifizieren kann. Und das hier, ich hatte halt null Identifikation mit dem Team. Es hat sich nicht sonderlich geil angefühlt. Und dann hat man einfach keinen Bock, das zu spielen. Bei der Liga A, ich habe da in der französischen Liga nicht viel zu tun. Aber das Ding ist halt einfach, ich habe mir die jetzt von Anfang an in dieser Saison FIFA 17, habe ich mir von Anfang an Liga A-Team aufgebaut. Und deswegen habe ich da jetzt auch eine entsprechende Verbindung zu den Spielern. Aber Premier League ist eh immer, weiß ich nicht, 9 von oder 8 von 10 Leuten spielen Premier League Teams, hat man eh immer keinen Bock drauf, immer das Gleiche zu sehen. Jetzt hat man noch eine Weekend League, wo wirklich nur Premier League drin ist, oder zu 99%. Von daher ist es einfach, ja, es war einfach die mich am meisten genervt hat. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf die Bundesliga und La Liga Weekend League. Klar wird man dann auch viele ähnliche Teams sehen, aber ich bin mal gespannt, ob man mehr La Liga oder mehr Bundesliga sieht, aber ich glaube, was man mit am meisten, oder bei den ganz starken Teams werden es vor allem Hybrid-Teams sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.